Als Jaroslav aus einem fahrenden Zug geworfen wurde und in einem Graben landete, dachte er, sein Leben sei vorbei. Doch dann nahm ein hungriger Wolf seine Fährte auf. Als er ein Kind war, war Jaroslav sowohl fasziniert als auch verängstigt von Wölfen. Er war mit Fabeln aufgewachsen, in denen sie als klug und loyal beschrieben wurden. Aber er hörte auch auf die Ältesten in seinem russischen Dorf, die den Kindern immer sagten, dass sie sich vom Wald fernhalten und sich niemals einem Wolf nähern sollten. Leider war er nie ein guter Zuhörer gewesen. Als er 10 Jahre alt war und auf dem Heimweg von der Schule nach Hause lief, hörte er ein seltsames Geräusch aus den Büschen am Ende des Waldes. Er war ein neugieriges Kind und lief sofort in Richtung des Geräuschs los. Jaroslav schaffte nur ein paar Schritte zwischen den Büschen hindurch, als er die Quelle des Geräuschs entdeckte. Ein kleines Wolfsjunges, das in einen Graben gefallen war und sich vergeblich an den steilen Wänden festkrallte. Es war zu winzig, um aus eigener Kraft herauszukommen. Der kleine Junge war sofort Feuer und Flamme und dachte nicht zweimal über seine Sicherheit nach, als er beschloss, ihm zu helfen. Er legte sich flach auf den Bauch, griff in den Graben und packte den kleinen Wolf am Kragen. Sobald er draußen war und sicher war, drückte Jaroslav ihn fest an seine Brust. Sein Fell war weich und seine kleine Schnauze war einfach hinreißend. Jaroslav war zu aufgeregt, um zu merken, dass er nicht mehr allein war. Aus dem Schatten tauchten mehrere vierbeinige Gestalten auf und beäugten ihn knurrend. Als er das Rudel Wölfe bemerkte, war er umzingelt. Jaroslav spürte das Blut in seinen Adern gefrieren. Die erwachsenen Wölfe näherten sich langsam und zeigten ihre Zähne. Doch gerade als er dachte, er würde seine Familie nie wiedersehen, tat das Jungtier, an das er sich mit seinen zittrigen Händen geklammert hatte, etwas, das den Verlauf des Ereignisses änderte. Der winzige Wolf leckte Jaroslavs Nase ab. Der kleine Junge war zu verängstigt, um zu reagieren, aber er bemerkte sofort, dass die erwachsenen Wölfe sich um ihn herum entspannten. Ihr Verhalten veränderte sich plötzlich und er war kein Feind oder Beutetier mehr, sondern ein Freund. Jaroslav streichelte den Kopf des Jungen, legte ihn dann langsam ab, als er frei war. Der kleine Wolf sprintete auf die Erwachsenen zu und bellte laut. Das Rudel heulte gemeinsam und nach einem weiteren Blick auf den kleinen Jungen in der Lichtung verschwanden die Wölfe im Wald. Jaroslav musste ein paar Minuten warten, um zu verhindern, dass sein Körper vor Angst zitterte. Aber als er es schaffte, sich aufzurichten, rannte er so schnell nach Hause, wie seine Beine es zuließen. An diesem Tag lernte er, dass die Wölfe tatsächlich so schlau waren, wie in den Fabeln beschrieben. Ein paar Jahre später fand er auch heraus, wie treu sie waren. Denn 10 Jahre später war Jaroslav ein junger Mann mit vielversprechender Zukunft. Er hatte einen Job in der nächstgrößeren Stadt gefunden und fuhr jeden Tag mit dem Zug dorthin. Er hatte auch die Liebe seines Lebens gefunden. Ein hübsches Mädchen namens Katharina, die nur ein paar Blocks von ihm entfernt wohnte. Jeden Tag, wenn er von der Arbeit zurückkam, ging er bei ihr vorbei und brachte ihr ein kleines Geschenk mit. Manchmal war es eine Blume, manchmal ein Gebäck und manchmal einfach nur ein süßer Kieselstein, den er auf seinem Weg fand. Diese Gewohnheit war zu einem Ritual geworden und sie wartete jeden Arbeitstag an der Tür auf ihn wie ein Uhrwerk. An diesem Tag hatte Jaroslav eine kleine Tüte mit Süßigkeiten für Katharina geholt. Er war auf dem Weg zurück zu ihr und konnte es kaum erwarten, aus dem Zug auszusteigen. Er spielte auf seinem Handy, um sich abzulenken, und war zu konzentriert, um zu bemerken, dass die beiden Männer, die neben ihm saßen, ihn misstrauisch beäugten. Seine Stadt war nahe dem Ende der Bahnlinie und so war der Zug fast leer, außer ihm und den beiden Fremden. Doch plötzlich wurde Jaroslavs Telefon aus den Händen gerissen und als er ungläubig aufblickte, wurde er von den beiden Männern angepackt. Sie stürzten sich auf ihn und schafften es, auch seine Brieftasche zu ergattern. Jaroslav trat und schrie, aber sie waren weit weg vom Wagen des Zugführers und niemand sonst hörte ihn schreien. Die beiden Männer trugen keine Masken und hielten es wahrscheinlich für zu riskant, ihr Opfer unversehrt zu lassen. Also packten sie Jaroslav und warfen ihn, ohne mit der Wimper zu zucken, aus dem Zug. Der arme Mann rollte einen kleinen Hügel hinunter und ehe er sich versah, war er am Grund des Grabens. Er konnte hohe Bäume über sich sehen und vermutete richtig, dass er im Wald gelandet war. Als er das Bewusstsein verlor, war es bereits dunkel. Als er wieder zu sich kam, pochte sein Kopf vor Schmerzen und er zitterte vor Kälte. Jaroslav schaffte es, sich aufzusetzen und sah sich um. Der Graben war sehr tief und schien keinen Halt zu bieten, um herauszuklettern. Die beiden Diebe hatten sein Handy gestohlen und er war sich ziemlich sicher, dass niemand ihn von dort unten schreien hören würde. Er war zu weit vom Waldrand entfernt. Panik machte sich breit und Jaroslav musste eine Welle der Übelkeit bekämpfen. Er musste Ruhe bewahren und einen Weg nach draußen finden. Er versuchte, an Katharina zu denken, aber dann spürte er, wie ihm das Blut in den Adern gefror. Genau wie es vor 10 Jahren in diesem Wald passiert war. Als er aufblickte, sah er einen Wolf auf der Spitze des Grabens. Der Wolf war riesig und sah extrem hungrig aus.
Er beschnupperte ihn aus der Ferne und als er seine Zähne fletschte, war Jaroslav sicher, dass er springen und ihn verschlingen würde. Er warf seinen Hut nach dem wilden Tier, um es zu verscheuchen. Ihm wurde übel, als das Raubtier ihn mit seinen riesigen Zähnen packte. Aber dann wich der Wolf seltsamerweise zurück und verschwand in den Wald. Jaroslav wusste nicht, was er davon halten sollte. Vielleicht war die Bestie gegangen, um den Rest seines Rudels zu holen und ihn mit ihm zu teilen. War dies wirklich das Ende für ihn, ohne dass der verängstigte Jaroslav es wusste? Doch der Wolf war nicht zu seinem Rudel zurückgekehrt, sondern hatte den Geruch seines jungen Mannes am Hut aufgenommen und rannte nun durch den Wald mit einem Ziel vor Augen. Der Wolf machte sich auf den Weg in die Stadt. Als der Wolf sein Ziel erreichte, tat er etwas Unvorstellbares, das die Menschen in der Stadt nie vergessen würden. Er warf zwei große Blumentöpfe auf der Veranda des Hauses um und alarmierte damit alle, die darin waren. Durch den Lärm öffnete eine junge Frau in weniger als 2 Sekunden die Tür, aber als sie den Wolf sah, stieß sie einen lauten Schrei aus und schloss die Tür sofort. Doch als sie hinter dem Fenster sah, hörte sie auf zu schreien, denn sie erkannte den Hut, den der Wolf im Maul hatte. Sie hatte ihren Freund diesen Hut vor einiger Zeit geschenkt. Die junge Frau war niemand anderes als Katharina. Sie trat vorsichtig nach draußen und versuchte, den Hut aus dem Maul des Wolfes zu reißen. Doch dieser wich ein paar Schritte zurück und schaute über die Schulter, als ob er wollte, dass sie ihm irgendwohin folgt. Sie hatte eine Stunde auf Jaroslav gewartet und war nun besorgt um sein Wohlbefinden, dass sie erkannte, dass der Wolf ihr nichts Böses wollte. Sie beschloss, dem Tier zu folgen, in der Hoffnung, zu Jaroslav geführt zu werden. Das Tier führte sie durch den Wald und sie liefen zusammen, bis sie den Graben erreichten. Als Katharina hinunterschaute, war sie schockiert, Jaroslav auf dem Grund des Grabens liegen zu sehen. Katharina rief sofort die Rettungsdienste an und sie konnten Jaroslav in weniger als einer Stunde aus dem Graben heben. Er war kalt und benommen, aber insgesamt wohlauf. Er konnte sogar Angaben zu den beiden Männern machen, die ihn ausgeraubt und aus den fahrenden Zug geworfen hatten. Jaroslav blieb am Waldrand stehen und blickte in Richtung eines Busches. Er war sich der Anwesenheit des Wolfes bewusst und hatte das starke Gefühl, dass es derselbe Wolf war, den er vor vielen Jahren aus einem Graben gerettet hatte. Doch selbst wenn seine Vermutung falsch war, fühlte er sich dankbar für seine Hilfe. Obwohl er sein Handy und seine Brieftasche verloren hatte, hatte er einen Freund fürs Leben gewonnen, was er als den größten Schatz ansah, den man haben kann. Was für ein schockierendes Ende. Schau dir jetzt im Anschluss noch direkt diese emotionale Geschichte an von einer Katzenmutter, die ein Tigerjunges adoptierte. Jahre später geschah das, womit niemand gerechnet hat.